Die Kleider bei Babys sollen bequem sein. Keine Halsschnüren gern am Bauch und Unterfüße sollen gut ausstreckbar sein. Und dann sie legen ihre Hand auf den Bauch und beginnen mit kreisförmigen Ausstreichungen im Uhrzeigersinn. Sie machen das 6 bis 8 Mal und dann drehen sie Baby langsam auf die rechte Seite. In dem, wo sie fixieren Baby am Oberarm und am Po und dann langsam auf die Seite lagern. Von einer Seite fixieren sie dann Bauch und mit anderer Hand sie fixieren dann Rücken. Halten Sie diese Position 90 Sekunden. Dann wird Baby auf den Bauch gelegt. Sie suchen Ihre Position vom Kopf her. Oberrücken könnte man ganz sanft und locker Ausstreichungen durchführen, 6 bis 8 Mal. In dieser Lageposition vom Eigengewicht vom Kind wird Druck auf den Querdarm ausgeübt. Und das hilft dem Transport vom Stuhl und Gasen weiter zu transportieren. Jetzt drehen wir Baby auf die linke Seite. In dieser Lageposition wir fixieren wir Hand am Bauch und am Rücken und da entsteht Druck auf absteigenden Darm und Stuhl und Luft wird Richtung Rektum transportiert. Am Schluss streichen wir noch Bauch aus.